Am späten Donnerstagnachmittag ist der Bolzplatz am Bahndamm in der Hoyerswerda Altstadt offiziell eingeweiht worden. Die Sanierung war eine Maßnahme des Bürgerhaushaltes 2022. Die Vorschlaggeberin wurde mit einem kleinen Präsent bedacht. Die Rasenfläche ist schon eine Weile in Betrieb. Als erstes wurden allerdings die Eckfahnen geklaut. Dazu kam jetzt anstatt einer einfachen Heckenabgrenzung in Zusammenarbeit mit der Genossenschaft Lebensräume ein 4 Meter hoher Beifangzaun. Sie hat zusätzlich noch einen kleinen Zaun parallel zur Straße gesponsert. Ein Fußballeröffnungsspiel zwischen einem Team der Stadtverwaltung, bestehend aus Feuerwehrleuten, schlug die Lebensräume 5 mit 3:1. Deren Chef hatte trotzdem gut gehalten. Zum Schluss fanden alle Abkühlung bei Eis Henry von Eis Uli bei einem seiner letzten Einsätze im zu Ende gehenden Sommer.